Oh. Aber da kann man, hier drin kann man leben, oder? Ich könnte hier leben. So, letzter Tag mit den Omis und wir zeigen ihnen noch unsere Rundhäuser, die wir irgendwann bauen wollen in unserer Community. Hier mitten in den Reisfeldern wird gebaut. Und da oben ist das Community Restaurant. Da ist das Community. Hier kann man dann halt sich so ein Rundhaus bauen und kaufen. Das ist auch neu hier mit den Steinen. Also die haben so ein Konzept gestartet. Die Rundhäuser sind alle dafür da, dass du halt auf wenig Platz sehr gut leben kannst. Die Frequenzen von den Menschen sind dort sehr, sehr gut. Also die wurden halt gemessen. Da wird halt alles mit natürlichen Rohstoffen gebaut, also mit Bambus. Total schön, total gemütlich. Sehr, sehr basic, also sehr minimalistisch. Aber trotzdem alles da, was man braucht. Und mit Biotoiletten und Regenwasser benutzen. Und die versuchen halt so wenig wie Platz wie möglich zu nutzen, dass die Reisfelder halt nicht sozusagen zerstören. Irgendwie 10 mal 10 Meter kann so ein Ding gebaut werden. Und die wollen jetzt so ein Projekt starten, dass die wie so à la IKEA selbstbaumäßig, dass du das halt auf der Welt verschiffen kannst und dass dann die Leute sich das selber bauen können. Und da sind Benny und ich sehr, sehr dran interessiert, weil wir unsere Community aufbauen wollen. Wir wissen zwar jetzt noch nicht, wo genau, aber es soll die nächsten 2 Jahre passieren. Und deswegen sammle ich jetzt. Und ich wollte immer Rundhäuser und hatte in mein Traumbuch reingemalt, dass ich Rundhäuser haben will in meiner Community. Und dann dachte ich so, hä, ich will doch keine Lehmhütten, das will ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber es kam so aus mir heraus, so gemalt. Und einen Tag später hatten wir hier das Fotoshooting und bin zufällig dahin gekommen, weil unsere Fotografin angefragt hat, ob wir mit der shooten wollen. Und dann habe ich dieses Rundhaus gesehen, habe mich direkt heimisch gefühlt und habe gedacht, scheiße, genau das ist das, genau das habe ich gesucht. Und jetzt zeige ich euch mal eins. Hier werden auch gerade welche gebaut. Die sehen noch ein bisschen anders aus als die anderen. Hallo. Sorry. Wow. Das sieht ja cool aus. Schatz, ich glaube, die sind einfach noch nicht fertig gewesen. Ja, das letzte Mal da war, sahen die noch ein bisschen anders aus. Ach, das ist das Bad. Wunderschön. Ja. Wahnsinn. Wunderschön. Das ist Bad, da oben ist Toilette. Die Sabine geht schon mal duschen. Och, geht die etwa? Oh, das ist gut. Da oben kommt die Dusche. Was ist das hier? Ach, das ist die Biotoilette. Ach Quatsch, wie so ein Podest gehst du nach oben. Richtig cool. Und Vorhang anscheinend als Tür. Wie cool ist das bitte? Das ist alles Bambus hier. Halt mal. Also das ist der Thron sozusagen. Es geht hier so runter. Und hier die Dusche. Super cool. Und hier ist das Haus. Okay, die haben keinen Steinboden, habe ich gerade gesehen. Was ich bei dem anderen noch ein bisschen schöner finde. Aber das kann man ja machen, wie man will. Genau. Aber abschließen kann man dann auch nicht. Nee, aber das brauchst du ja auch. Guck mal, wie ein Fächer. Oh mein Gott. Der Schreibtisch hier ist ja... Guck mal, ein richtiger Schreibtisch. Ich geht's ja sogar noch. Oh mein Gott. Das würde mir auch reichen zur Not. Ja, das ist, ich finde das auch so cool. Guck mal, warum brauchst du denn? Ist das süß. Das ist so das... Und hier ist auch das Dach, hat ein Glas. Ach, wie cool. Also hier geht's die Treppen hoch. Ist es geil. Das ist wie so ein Baumhaus eigentlich. Also ist ein Baumhaus. Alles. Ach ja, wie cool. Ah, da ist Glas, ja. Wie geil. Und dann. Boah, Alter! Geil. Kannst du nachts in die Sterne gucken? Oh mein Gott! Und oben finde ich eh schöner zu schlafen als unten. Richtig toll. Boah, das ist auch richtig geil. Das sah noch ganz anders aus, als ich gesehen habe. Aber auch sehr, sehr, sehr schlicht und spartanisch auf jeden Fall. Ja, das reicht. Das reicht, finde ich auch. Guck mal, hier hast du also den Boden würde ich halt dann Stein machen, das kann man bestimmt machen. Finde ich auch. Also ich hier unten zumindest. Oben kann man es ja. Also ich muss sagen, ich fand das andere hat mich noch mehr gezogen. Ich finde das auch richtig cool. Aber Sandy, hier fehlt ja auch noch ein Moskitonetz. Hier fehlen noch so ein paar Kleine. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das andere war noch höher. Ja, von der Decke. Das stimmt. Da war mehr Platz, mehr Raum. Und ich mag das, auf dem Boden zu sein, auf dem Boden die der Tatsachen. Ja, das ist auch so klein wie möglich noch. Ah, stimmt, auf 10x10 wollten die das hier bauen. Wenn die alle so große gemacht hätten, dann wäre das viel mehr. Stimmt, die wollten hier die auf kleinstmöglichen Raum bauen. Und dann hast du morgens hier diesen Ausblick. Alter Verwalter.
Ja, und da haben wir das Glas da. Ja. Für mich wird das immer klarer. Also ich möchte auf jeden Fall meine Community bauen und ich möchte Rundhäuser haben. Und dann möchte ich ein riesiges Community-Rundhaus auch noch haben, auch aus Bambus. Und dann sollen da Yoga und Seminare und Retreats stattfinden und Meditation und Yoga. Und ach, dass wir dann so wenig wie möglich die Umwelt belasten. Jetzt. Ich bin begeistert. So cool. Wir müssen jetzt nur noch herausfinden, wo und wann es dann genau losgeht. Können wir die bauen hier drüben? Dass wir hierher geführt worden sind, gell, mit den Fotografen. Das war auch echt der Wahnsinn, wirklich. Die Verrückten. Wascha! So, ich habe jetzt eine Frage an dich. An mich? Yes. Okay. Ich habe super geshoppt, falls du das wissen möchtest. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber zeig mal. Sehen der Benni und ich so aus, als würden wir uns trennen? Schon, ja. Kurz davor, würde ich mal sagen. Um euch wieder ekstatisch zu vereinen. Nee, sieht nicht so aus. Nee? Seid ihr nicht da, um die Scherben aufzusammeln? Ja doch, die Scherben sammeln wir schon immer wieder mal auf, aber... Nein, wir sind einfach mal wieder... Das kriegst du auch alleine hin. Das kriegt ihr auch alleine hin, glaube ich. Gell? Das hört sich jetzt dramatisch an. Die Leute denken gleich wieder... Denken die wirklich so schlimm. Wie schlimm war es denn, Schatz? Richtig dramatisch war es. Nein, wir haben einfach nur beide... gefühlt, dass wir ein bisschen Zeit für uns brauchen und die haben wir uns genommen und jetzt kommen wir, sag ich mal, wieder besser und klarer zusammen als je zuvor. Ne? Ja. Ich sage nur eins, Abstand tut immer gut. Ja. Was hast du geschoppt? Wir sind gerade hier am Swasti Eco Pool, unser Lieblingspool hier in U-Boot. Wir haben gedacht, ihr habt was. Genießen die letzten Tage. Es sind jetzt die letzten Tage in U-Boot für uns auch. Die Omis fahren morgen zurück und wir fahren in 3 Tagen nach Canggu für eine Woche. Und nach der Woche geht es für uns weiter. Wir verraten nicht wohin. Wir wissen es noch nicht. Aber wir reisen aus am 14. auf jeden Fall. Wir reisen aus. Wir reisen aus. Wir reisen weiter. Ja, okay, was denn? Fand ich süß. Doch, richtig schön. Yummy, yummy. Wir sind im Alchemy. Letzter Morgen. Abschlussessen. Oh. Und unbedingt zu Alchemy, wenn ihr in U-Boot seid. Das ist einfach überragend. Und hier, guck mal bitte, alles vegan und rohkostlich und so überlecker. Oh. Mm, yummy, yummy. Was hast du da? Cashew Milk? Cashew Vanilla. Oh, ich will Spirulina, ich will das Grüne. Oh, ich hab's schon. Ich hab's ja schon. Hab's eben gut nicht gecheckt. Cool. Oh, es ist wieder heiß, mein Gott. Also, Fazit von U-Boot, Fazit von der Reise. Geil. Geil. Einfach immer wieder schön. Wie hat sich der Liam verändert hier? Boah, der entwickelt sich so unglaublich schnell. Seit wir da sind, hat er so viele Worte gelernt, finde ich. Und selbstständiger, läuft schon total sicher, geht mit uns alleine weg, fährt mit uns alleine Motorrad,
total süß. Als ihr euch wiedergesehen habt, war das anders als letztes Mal? Naja, so eine kurze Zeit der Angewöhnung, weil da war es ja nicht mehr gewohnt, aber dann war es irgendwie ganz natürlich, so als wären wir nie weg gewesen. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, die Kleinen haben gar kein Zeitgefühl. Ja, genau, das denke ich auch. Es kommt auf die Beziehung an. Wenn du eine Beziehung hast, eine Connection, die ist zeitlos. Oh, der freut sich schon auf den Kuchen. Oh, der wird die Omis vermissen, dass die ihm immer mit Kuchen füttern und dass ihr das Bild zusammen macht. Ja, was ist denn heute mit der Zicki? Wir müssen mal Platz für die Gabi machen. Was willst du, Schatz? Was denn? Vielleicht kannst du ein bisschen durchrücken, dann kann die neben dich. Guck mal, machst du Zicki? Hier. So, wir sind wieder beim Abschied angelangt. So gut wie. Und jetzt noch 2-3 Fragen habe ich. Das letzte sagen könntet, was ihr schon immer mal sagen wolltet, was wäre das? Alles ist Liebe oder ein Ruf nach Liebe. War wunderschön. Und ich liebe euch und eure süße kleine Familie und euren Weg, den ihr so geht mit Höhen und Tiefen. Die gehören dazu, aber in dem tiefen Wissen, ihr seid unbesiegbar. Ihr habt genau das Richtige gemacht. Ihr habt eine Zeit des Abstands genutzt. Jeder für sich. Und das würde ich allen empfehlen. Allen immer wieder mal Abstand nehmen voneinander. Zu sich selbst wiederkommen und dann wieder gefüllt aufeinander zugehen. Das gehört einfach zu einer Beziehung dazu. Dass man nicht nur diese Nähe genießt, sondern dass man sich auch unterstützt, in dem Raum den anderen zu geben, wenn er den braucht. Und man braucht ihn immer. Immer mal wieder. Also von daher... Die Christa hatte mich auch schon mal gefragt, ob ich mir Sorgen um Benni mache. Überhaupt nicht. Und um dich auch nicht. Und um euch insgesamt nicht. Schön. Braucht man sich keine Sorgen machen. Ihr geht in Liebe euren Weg. Ihr entwickelt euch wunderbar. Für mich als Mutter kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Einfach nur das, was ich mir immer gewünscht habe. Wunderschön, euch begleiten und euch besuchen zu dürfen. Danke. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke. Schön. Wisst ihr, ihr werdet krisenfest durch jede Krise. Jede Krise ist eine neue Chance, sich noch mehr weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Und man weiß, das geht auch vorüber. Man geht gestärkt daraus hervor, meistens jedenfalls. Wie Eva-Maria Zuhorst sagt ja so schön, freu dich auf die nächste Krise. Ja, also, genau. Weil man wächst immer daran. Ja, man wächst, ja, du wirst stärker. Und in dir gegründet. Ja. Und eine Stabilität in dir wird wächst. Du entwickelst eigentlich noch eine größere Stärke, wenn du aus der Krise rauskommst. Genau. Die nutzt gerade die Krise. Yeah. Ich bin richtig froh, dass ihr uns besucht habt. Ja, ich fand auch. Es war tolle Omis, so tolle Mamas. Zeit wieder mal, ne? Am richtigen Ort. Am richtigen Ort, habt ihr die Scherben gut aufgehoben? Nein, haben wir gar nicht. Wir waren einfach nur da, würde ich sagen. Das ist das Wesentliche. Da sein, miteinander sein, gell? Es gab keine Scherben. Nein, nicht wirklich, ne? Es gab eben, wie gesagt, was Altes ging zu Ende, sagen wir es so. Ja? Was Altes ging zu Ende, damit was Neues erblühen kann. Ja. Und so ist das nämlich. Eine neue Seite in uns. Ja. So, was wolltest du schon immer mal sagen? Dass ich dich lieb hab. Ich hab dich auch lieb. Und den Liam. Und euch alle. Den hier, den hab ich so lieb. Den würde ich am liebsten mitnehmen. Nimm ihn mit. Ich find's schön, ihr macht alles richtig. Schön, dass du da warst. Ja. Ich stell dich rein. Last night the rodeo
Megafon murmelt. Keine Fragen, keine Antworten mehr. Keine Worte. Ja. Manchmal ist weniger sagen. Ne? Genau. Ja. Wie hat es dir gefallen in Bali? Ist so schön, dass ich auf jeden Fall wiederkommen werde. Ich bin noch nicht fertig mit Bali. Und Bali auch nicht mit mir. Ich liebe Bali. Das ist einfach so. One prizes horses were denied the other two. I hope your day's okay till soon. Gehen wir essen, gell? Was mit dem Wechsel? Ja, dann wechseln wir erstmal. Flippi, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Mama? Die fahren jetzt nach Deutschland. Und wir gehen jetzt was essen, ja? Wir sehen die Omas dann bald wieder. Okay, ja. Wisst ihr was? Wir verlassen gerade Ubud. Hammer. Fühlt sich's gut an? Mama. Ja, spannend. Also das Haus haben wir gerade eben komplett leer geräumt, in Anführungszeichen. Viele Spielsachen von Liam, die paar, die sich angesammelt haben, haben wir weitergegeben an Made, unseren Landlord, und der gibt es an seine Community weiter. Und guck mal, wir sind ganz schön vollgepackt hier, das ist alles von uns. Wir haben drei Backpacks, zwei große, einen kleinen und dann noch ein paar Tüten. Malte. Ja, so viel, gell? Eine Essenstüte noch voll mit Sachen und noch Krams. Und hier haben wir auch noch irgendwie Krams. Auch noch, hier auch noch mal Essen, das offen ist. Und hier auch noch mal Kram. Und ja. Das mit dem minimalistisch Leben, das dürfen wir noch üben. Also ich finde, wir sind schon sehr, sehr gut. Aber der Benny meckert immer noch. Ja, wir sind dabei. Und jetzt geben wir noch die Tüte mit den letzten Essenssachen. Da ist halt so Chiasamen und sowas drin, was halt voll teuer ist. Das gebe ich jetzt der Gabby weiter, weil die noch fast zu ist, die Packung. Und wäre ja schade, wenn sie einfach weggeschmissen wird, ne? Quite strange.